Vielfalt anerkennen und wertschätzen. Daran arbeiten die Träger der Behindertenhilfe in Osnabrück. Ziel ist ein selbstbestimmtes Leben. Ein Arbeitsplatz auch außerhalb von Werkstätten für Menschen mit Behinderung gehört genauso dazu wie das Wohnen in den eigenen vier Wänden oder die Freizeitgestaltung nach eigenen Wünschen. Trotz dieser Erfolge muss die Idee einer inklusiven Gesellschaft aber noch weiter vorangetrieben werden. Die Bedingungen für Menschen mit Behinderung werden dabei immer besser. Merle vor dem Berge ist dafür ein gutes Beispiel. Trotz Einschränkung kann sie an der Hochschule Osnabrück studieren. Ihre Assistentin unterstützt sie dabei. Ich studiere wie gesunde Menschen auch. Das einzig Besondere ist, dass meine Assistentin für mich mitschreibt, was der Professor an die Tafel schreibt. Auch in der Arbeitswelt werden Menschen mit Behinderungen immer stärker integriert. Ann-Kathrin Siebert zum Beispiel ist geistig behindert und arbeitet als Servicekraft in der Gastronomie. Mir macht es besonders viel Freude, im Service zu arbeiten und auch in der Küche. Auch ein Leben in den eigenen vier Wänden gehört zu einer inklusiven Gesellschaftsform. Dies ist für Menschen mit Behinderung jedoch längst nicht selbstverständlich. Frank Diekrupp lebte viele Jahre in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Nach langer Suche und mit geeigneter Unterstützung konnte er sich nun den Traum von der eigenen Wohnung erfüllen. Na, ich war vorher in der Ostingstraße, in der Wohngruppe, ne, und dann wollte ich rausziehen, ne, in der eigenen Wohnung. Und in der Wohngruppe waren ja, wurde man immer gestört und so weiter, ne, weil da viele Leute immer laufen sind und weiter, ne, viel Besuch und so weiter. Ne. Da hatte ich nur mein eigenes Zimmer und hier habe ich die ganze Wohnung für mich. Ne. Dass ich mein persönliches Ich leben kann und so weiter, also meine Person und so weiter. Und ich, also hier kann ich zumachen und so weiter, wenn mich einer nervt und so weiter. Und so weiter und kann die Freunde einladen und so weiter. Und das. Genau wie Frank Diekrupp will auch Thorsten Obermeier am gesellschaftlichen Leben teilhaben, wie alle anderen. Er ist leidenschaftlicher Fan der Lila-Weißen. Ein Heimspiel seiner Mannschaft ist für ihn ein Muss. Dass Thorsten Obermeier kaum ein Heimspiel verpasst und auch viele Auswärtsspiele besucht, verdankt er ehrenamtlichen Helfern, die ihn unterstützen. Ja, ich werde ihn hier hinbringen mit dem Auto, dann zu seinem Sitzplatz bzw. Stehplatz und dann alles andere macht er relativ selbstständig. Trotz dieser positiven Beispiele für ein selbstbestimmtes Leben und Teilhabe von Menschen mit Behinderung gibt es immer noch Barrieren und Begrenzungen. Die Barrieren, die mich betreffen, sind zum Beispiel, wenn ich barrierefrei hier an einer Bushaltestelle einsteige, weiß ich immer noch nicht, ob ich barrierefrei an meinem Ziel auch wieder aussteigen kann. Oder ich möchte mir schicke Klamotten kaufen, ich scheitere schon wieder an der Umkleidekabine oder eben hier so ein nettes historisches Pflaster. Also da gibt es mehr als genug noch. Petra Matiske ist Vorsitzende des Behindertenforums Osnabrück. Nach dem Motto aufeinander zugehen, einander verstehen, miteinander leben, engagiert sie sich für die Interessen von Menschen mit Behinderung. Inklusion endet nicht nur an der baulichen Barrierefreiheit, sondern beinhaltet auch wichtige Bereiche wie Bildung, Wohnen und Arbeit. Wir haben schon viel erreicht und noch viel mehr vor.